Hallo zusammen, ich bin Angus Fölmli aus der Schweiz, bin 24 Jahre alt und bin Mittelstreckenläufer. Ich laufe seit 7 Jahren und konnte auch schon mehrere Erfolge damit verbuchen. Unter anderem mehrere Medaillen an den Schweizer Meisterschaften, auch eine Silbermedaille, leider noch keine Gold, aber das wird nach den USA sicher das Ziel sein. Hallo zusammen, ich bin der Rolf, ich bin der Vater von Angus und bin auch gleichzeitig sein Coach im Mittel- und Langstreckenbereich. Wir sind hier in der Schweiz, in der Zentralschweiz konkret, auf ungefähr 800 Meter in einem Neuerholungsgebiet, das nennt sich Sattel. Ich bin die Mama von Angus, mein Name ist Brigitta. Ich komme aus Holland, bin aber in der Schweiz aufgewachsen und ich bin freischaffende Künstlerin und Imkerin. Scholarbook kenne ich von den Rennen in Deutschland. Da war ich mal an der langen Laufnacht in Karlsruhe und habe da so eine Werbung gesehen von Scholarbook. Hatte dann zufälligerweise auch Kontakt mit Simon. Und bin dann so zu Scholarbook gekommen und wusste dann, wenn ich nach Amerika möchte, dann ist das sicher die Adresse, wo ich hin muss. Die Zusammenarbeit mit der Scholarbook habe ich als sehr schön empfunden. Wir hatten Kontakt zu Simon und seiner Frau. Sie waren mal hier auf Besuch, auch zufällig bei der Feriendurchreise. Ich hatte das Premium-Paket bei Scholarbook und hatte da wirklich die mega Unterstützung. Also das war einmalig. Ist so schwierig alles zu machen mit den Formularen, mit Kontakttreten zu den Coaches, auswählen, welches ist die richtige Uni für einen. Da ist ein riesen Angebot und die haben da wirklich vieles klar gemacht, was passt am besten zu mir, wo soll ich hin. All die Formulare ausgefüllt, auch mit den Coaches gesprochen, wegen dem Living geschaut, Kosten angeschaut, wer bietet wie viel. Und das war wirklich einmalig, was die gemacht haben. Zum Thema vielleicht Amerika-Aufenthalt war ich wirklich sehr überrascht, wie eigentlich kompliziert das ist, damit man da die Bewilligungen kriegt und da auch aufgenommen wird. Ich war sehr positiv überrascht über dieses Premium-Package, das uns Simon angeboten hat, weil es hat uns viele Schritte vereinfacht. Ich denke, ich kann nur allen empfehlen, die sowas machen möchten, tut es nicht alleine, holt euch professionelle Hilfe, weil das Regelwerk ist wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich werde an die University of Oregon gehen. Was das Nonplusultra ist im Mittelstreckenbereich, freue ich mich so mega. Das wird so geil. Und werde dort Business Administration, also BWL im Deutschen, studieren. Weshalb ich den Schritt nach Amerika wähle oder gewählt habe, ist sicher wegen dem Sport. Also es geht um den Sport. Ich will mich dort nochmal weiterentwickeln und auch, weil das Ganze in der Schweiz sehr schwierig ist. Mit dem Studium und Sport zu verbinden, das ist ja eine riesen Herausforderung. Niemand nimmt Rücksicht, man muss schauen, dass man in die Trainingslager kann und muss ja wirklich kämpfen für den Sport. Und in Amerika wird das einfach unterstützt und die finden das super. Also wir finden das schon echt toll für Angus, dass er darüber gehen kann. Und aus sportlicher Sicht erwarte ich eigentlich insbesondere, dass er von der Gruppe sehr stark profitieren kann, weil hier in der Schweiz hat es keinen in seinem Leistungsvermögen mehr gehabt in unserer Laufgruppe. Da kommt sicherlich Gruppendynamik auf. Und ich sehe auch darin natürlich eine Lifetime Experience, dass es ihn auch als Mensch prägt und ihn so ein bisschen öffnet für die ganze große weite Welt. Das Ganze mit jetzt in die USA gehen war schon lange ein Traum von mir und schon lange in meinem Kopf. Habe aber nie, hatte nie so richtig den Mumm, glaube ich, zum das Ganze durchziehen.
War aber vor etwa 5 Wochen war ich auf einer Abschiedsparty von einem anderen Läufer, der nach LA geht, und habe da Simon wieder getroffen, habe dann mit ihm geredet und habe gesagt, ja, eigentlich möchte ich schon gerne gehen, kann man da nicht was machen, was meinst du? Und dann haben wir das Ganze in Angriff genommen und innerhalb von 5 Wochen ging das Ganze durch. Da sieht man auch, was für eine super Arbeit die wirklich einfach machen bei Scholarbook. Und ja, übermorgen ist mein Flug, also innerhalb von 5 Wochen habe ich da alles gemacht und kann jetzt nach Amerika meinen Traum verwirklichen. Also wie gesagt, ich bin auch Coach von Angus und habe das so in der Schweiz erlebt. Selbstverständlich haben wir eigentlich vom Prinzip her gute Infrastrukturen. Wir haben 400 Meter Bahnen, wir haben wunderbare Umgebungen, um zu laufen. Aber die Abstimmung mit Schule, Beruf, Sport wird einfach nicht so supported. Das heißt, du muss konkret selber ein bisschen schauen, wie du es hinkriegst. Es gibt vielleicht einzelne Firmen, die das ein bisschen supporten, aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie man das von Amerika kennt. Betreffend Heimweh, Freunde vermissen, denke ich sicher, dass es eine große Umstellung sein wird am Anfang. Aber ich habe da keine Angst, dass ich dort schnell Anschluss finde im Team und auch ja, coole Leute treffe. Und denke über, mit den heutigen Mitteln, über FaceTime, Skype, Zoom-Meetings, was auch immer, hat man da immer, kann man da immer in Kontakt halten zu den Freunden, wenn man das möchte. Da wir beide immer noch sehr viel Sport machen, wir nehmen auch manchmal teil an den Master Games, sind wir sicher, wir werden besuchen, wir werden das ganze Camp anschauen, die Einrichtungen zum Laufen. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich so ziemlich auf alles, was man sich vorstellen kann in Amerika. Also ich freue mich auf das ganze Leben, auf das Leben mit dem Team. Ich werde mit 3 Teammates in ein Haus ziehen, auf das Team zum Trainieren. Auf die Facilities, die sind einmalig. Ich habe gerade gestern ein Video gesehen, die haben das Hayward Field, das ist das Stadion dort, neu gebaut. Und das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für Infrastrukturen sind. Gleichzeitig aber auch freue ich mich auf das Studium, auf das Englisch, sich weiterbilden, sich öffnen für andere Kulturen, die Kultur kennenlernen. Also wirklich auf die ganze Experience freue ich mich mega. Ich denke, das ist etwas, das gibt es nur einmal im Leben. Und ich hoffe, er genießt das. Alles in allem freue ich mich einfach auf die ganze Reise, Experience in Amerika. Mega, kann es kaum abwarten, bis der Flug geht. Und ja, wir hören uns in Amerika und tschüss zusammen.